In diesem Video möchten wir euch nur noch kurz erklären, wie ihr eine dynamische Höhenquote erstellen könnt, die ihr dann sowohl als Fertig- als auch Rohhöhe nutzen könnt. Hierfür werden wir uns einmal kurz ein Dreieck aufzeichnen für unsere Höhenquote. Die Maße sind uns jetzt erstmal für diesen Zweck egal. Und eine Schraffur anlegen. Diese Schraffur könnt ihr über den Befehl Schraff anfertigen. Hier gibt es vier verschiedene Möglichkeiten. Entweder könnt ihr standardmäßig einen internen Punkt wählen, indem ihr dann in eine umgrenzende Fläche klickt, oder ein Objekt wählen. Was wir euch immer raten, ist, dass ihr, bevor eine Schraffur angelegt wird, hier oben in dem Muster auf Solid geht, damit ihr die Umrandung einmal überprüfen könnt, ob sie auch wirklich stimmt. In diesem Fall werden wir einfach auf diesen internen Punkt klicken. Sollte diesmal nicht funktionieren, versucht einmal über Objekte wählen, die Objekte auszuwählen. Die Schraffur, die nun erstellt wird, können wir im Nachhinein auch noch ändern, indem wir hier beispielsweise auf eine Schrägschraffur gehen. Ihr seht jetzt schon, wenn ich hier rüber gehe, wird sich diese Schraffur ändern und ich sehe sie nicht. Das liegt daran, dass die Skalierung dieser Schraffur einfach viel zu riesig ist für den Maßstab. Wenn ich diese Schraffur einfach mal auf 0,01 ändere, werdet ihr sehen, dass sie sich anpasst. Ihr habt hier außerdem noch die Möglichkeit, den Winkel der Schraffur zu ändern, zum Beispiel auf 45 Grad. Somit bekommt ihr eine gerade Schraffur statt einer Schrägschraffur. Und als letzte Möglichkeit könnt ihr hier noch die Schraffurtransparenz, das ist vor allem bei Solids ganz hilfreich, eine Transparenz hinzuzufügen. Unsere Höhenquote können wir nun mit einem Attribut definieren oder ein Attribut hinzufügen und dann blocken. Hierfür finden wir im Reiter Einfügen, im Reiter Attribute den Button Attribut definieren. Wir werden ein Attribut hier einmal erstellen mit der Bezeichnung Höhenquote und einer Vorgabe %%P 0,00. Dies ist einfach unsere Standardausgabe, die eingestellt wird, wenn diese Höhenquote erstellt wird. Die Ausrichtung des Textes, da dieses Attribut ein Text ist, werden wir für eine Höhenquote logischerweise sinnvoll unten zentriert festlegen und können unseren Textstil als Cut-Start und unsere Texthöhe wiederum als beispielsweise 2 oder 3 festlegen. Nun steht in unserem Cursor dieses Attribut. Ihr dürft euch nicht davon verwirren lassen, dass dieses jetzt nicht mittig ist. Sobald ich hier die Höhenquote ablege, werdet ihr sehen, dass der Fixpunkt der Höhenquote hier unten zentriert ist. Des Weiteren dürft ihr euch auch nicht davon verwirren lassen, dass dieses nun einfach als Höhenquote hier im Raum steht, weil dieses Attribut erst in den Effekt tritt, wenn ihr dieses blockt. Dazu wählen wir uns unsere drei Objekte aus, geben wir den Befehl Block ein, benennen unser Symbol sinnvoll, wählen uns einen sinnvollen Auswahlbasispunkt aus, in dem Fall die untere Ecke des Dreiecks, und bestätigen das und bekommen nun ein Aufforderungsfenster, in dem wir unseren Wert der Höhenquote eingeben können. Dieser Wert, %%P 0,00, ist der Standardwert, den wir eben definiert haben. Wir werden ihn jetzt einmal beibehalten, können ihn aber im Nachhinein für diese Höhenquote in den Eigenschaften ändern. Hier findet ihr das Attribut Höhenquote. Wenn ich dieses hier nun auf plus 3,00 ändere, wird sich dies auch im Attribut anpassen. Attribute kann man im Nachhinein noch ändern. Ihr müsst dazu nur sicherstellen, dass ihr die Attribute dann einmal nochmal regeneriert mit dem Befehl regeln. Solltet ihr die Texthöhe beispielsweise ändern. Um jetzt hier diesem Attributblock eine Rohhöhe und Fertighöhe beizubringen, werden wir in den Blockmanager gehen. Hier sehen wir nun, dass wir hier zwei Objekte haben und es gibt eine folgende Möglichkeit, ein Objekt abhängig von einer Darstellungsweise auszublenden. Hierfür können wir die Aktionsparameter verwenden. Es gibt hier einen Parameter, der Sichtbarkeit heißt. Den werden wir einfach an unsere Höhenquote setzen und bestätigen. Jetzt sehen wir hier, hat sich in der Taskleiste ein Sichtbarkeitsstatus aktualisiert oder aktiviert. Wenn wir hier drauf gehen, können wir neue Sichtbarkeitsdaten hinzufügen bzw. umbenennen. Wir werden diesen ersten nun als Rohhöhe definieren und einen neuen hinzufügen mit dem Namen Fertighöhe. Wir werden den Blockeditor einmal schließen, um euch zu zeigen, was wir getan haben.
Wir speichern die Änderung und haben nun hier an unserer Höhenkote ein Dropdown-Menü zwischen Hohe, Rohhöhe und Fertighöhe. Um diesen natürlich jetzt auch noch Aktionen hinzuzuweisen, gehen wir ein weiteres Mal in den Blockeditor und können nun für die Sichtbarkeit für jeweils die Roh- oder Fertighöhe Objekte auswählen und sie aus- oder einblenden. Hierfür wählen wir das Objekt aus, in dem Fall diese Schraffur, gehen wieder in unseren Tab-Blockeditor und sagen hier unsichtbar machen. Dieses Objekt ist nun im Sichtbarkeitsstatus Fertighöhe unsichtbar gemacht. Wenn wir hierauf auf diesen Sichtbarkeitsmodus-Button klicken, wird uns nochmal angezeigt, in einer etwas ausgegrauten Variante, welche Objekte genau überhaupt alle vorhanden sind. Wenn wir diesen wieder ausschalten, sehen wir, dass in der Fertighöhe nun nur das Dreieck vorhanden ist. Und wenn wir umswitchen in die Rohhöhe, werden wir sehen, dass die Schraffur vorhanden ist. Wir können den Blockeditor schließen, die Änderung speichern. Und wenn wir jetzt hin und her switchen, werden wir zwischen Rohhöhe und Fertighöhe ändern können.